In diesem Augenblick hasst sie mich, dachte Françoise. Am Nebentisch hielten sich eine etwas mitgenommene Blonde und ein sehr junger Mann zärtlich bei den Händen. Der junge Mann sprach mit leidenschaftlicher Stimme leise auf sie ein. Die Frau lächelte mit aller Vorsicht so, dass kein Fältchen die Maske auf ihrem nicht mehr ganz frischen Gesicht zerstörte. Die kleine Hotelhure tanzte mit einem Matrosen. Mit halbgeschlossenen Augen drängte sie sich dicht an ihn. Die dunkle Schöne saß auf einem Barhocker und verzehrte gelangweilt Bananenscheiben. Françoise lächelte hochmütig. Alle diese Männer und Frauen waren völlig davon in Anspruch genommen, einen Augenblick ihrer kleinen privaten Biografie zu durchleben. Javier tanzte und eine Welle von Zorn und Verzweiflung durchflutete Elisabeth. Aber hier mitten in dieser Tanzbar bin ich selbst, unpersönlich und frei. Ich sehe alle diese Existenzen, alle diese Gesichter nebeneinander vor mir. Wenn ich mich von ihnen abwendete, würden sie auf der Stelle auseinanderfallen, wie eine Landschaft, in der niemand lebt.